Hallo zusammen, ich begrüße euch zur dritten Folge von Let's Play The Next Big Thing. Wir starten wieder an der Stelle, wo wir aufgehört haben, und zwar ist Dan jetzt endlich zu Fitz Randolph gegangen, um ihn abzulenken. Und wir versuchen uns jetzt Eintritt in sein Büro zu verschaffen. Schauen wir erstmal hier. Hier waren wir hier an dem Auto stehen geblieben. Und dort wollte ich schon immer mal in den Kofferraum schauen. Deswegen nehme ich hier mal das Handsymbol und gucke einfach mal. Der Kofferraum ist ja schon irgendwo verdächtig. Merkwürdig. In Dans Auto hätte ich eine Menge altes, schmutziges, unnützes Zeug erwartet. Aber außer einer leeren Öldose und einem Baseballschläger liegt da überhaupt nichts drin. Okay, damit hätten wir schon mal eine Öldose. Das ist ja schon mal was. Und bei der Kühlerhaube können wir ja auch noch mal fix schauen. Ich mag sie geschlossen. Es ist, als ob sie nicht da wäre. Alles klar, und anschauen. In geschlossenem Zustand sieht man die Zähne nicht. Ach Gott, ihre Alligator-Geschichte wieder. So, was haben wir noch? Haben wir noch was? Nee. Schauen wir mal fix auf die Hotspots. Ah, was ist das? Ah, der Flachmann von Dan. Alles klar. Den hatte ich noch gar nicht bemerkt. Den würde ich vielleicht mal mitnehmen, wenn es geht. Los. Er ist halb voll. Gut, damit hätten wir, glaube ich, hier alles. Schauen wir mal wieder zur Villa, wie wir jetzt zu dem Büro kommen. So, hier die Treppe hoch und fertig. Ja, zu den Büroräumen müssten wir wahrscheinlich hier die Treppe hoch. Aber da kommen wir nicht an dem Roboter vorbei. Fragen wir einer der revolutionären Roboter von Dr. Celsius. Mit ihm sprechen? So. Und du, Kleiner? Passt du auf die Treppe auf? Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person, William A. Fitz Randolph. Keine Sorge, da will ich gar nicht hoch. So. Dann nehmen wir mal... Da oben sind Fitz Randolphs Gemächer, nicht wahr? Da oben sind Fitz Randolphs Gemächer, nicht wahr? Gesperrter Bereich. Es funktioniert alles nicht. Weil das Gespräch hatten wir ja auch schon mal. Ich klicke jetzt trotzdem mal alle Antworten durch und wir gucken dann, was passiert. Was passiert, wenn ich die Treppe hochgehe? Ich verpasse dir eine. Ich bin sehr höflich, weil ich in einem Mädcheninternat erzogen wurde. Und du? Negativ. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Okay, bei dem anderen nochmal schauen. Gorilla. Na, Kleiner, ich hab ja nichts gegen deinen Bruder dagegenüber, aber der Hübsche in der Familie bist ja wohl du, oder? Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person, William A. Fitz Randolph. Ich sehe schon. Ja, jetzt gibt's ja auch andere Antwortmöglichkeiten, und zwar lass mich durch, Kleiner. Besteht die Möglichkeit, dass du etwas gesprächiger wirst? Füll die Pausen, ja und los. Es war mir ein Vergnügen, bis bald. Machen wir mal die zwei. Besteht die Möglichkeit, dass du etwas gesprächiger wirst? Negativ. Lass mich durch, Kleiner. Gesperrter Bereich. Füll die Pausen, ja? Und los. Gut, es kommt was Neues. Und zwar, ihre Mutter bat sie, ihrer Oma einen Korb zu bringen. Denn Murray war so dumm, dass er in der Schule immer nur... Vergiss es, füll gar nichts. Machen wir das zweite. Denn Murray war so dumm, dass er in der Schule immer nur... Negativ. Eine nach der anderen. Aber er kriegte einen Job und eines Tages bekam er... Gesperrter Bereich. Eine Partnerin. Und sie, die nicht nur sehr schlau war, sondern auch unglaublich tanzbegabt, sagte ihm... Ich verpasse dir eine. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Einfach nur wunderbar. Na, Kleiner... Ah, es gibt noch, ist dein Sprachchip beschädigt? Oder kennst du das Wort positiv? Probieren wir mal das hier. Kennst du das Wort positiv? Negativ. Niemals positiv?
immer negativ. Gut, hat zwar nichts gebracht, aber war ein bisschen unterhaltsam. So, ist dein Sprachchip beschädigt? Ist dein Sprachchip beschädigt? Negativ. Ach Mann, das ist doof. Besteht die Möglichkeit, dass du etwas gesprächiger wirst? Negativ. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Ja, keine Ahnung, was machen wir? Schauen wir mal im Inventar, ob wir hier damit mal was machen können. Prima Idee! Kürbispunsch in einer Motoröldose. Wer könnte Lust darauf haben? Es funktioniert sogar. Na, Kleiner, und wenn ich dir das hier schenke? Negativ. Dem vielleicht? Na, Kleiner, willst du... Negativ. Die wollen alle nicht. Habe ich das jetzt überhaupt eingefüllt oder hat sie das nur... Weil das ist ja noch beides da irgendwie. Na, ich probiere es nochmal mit dem Motoröl. Na, Kleiner, wetten, du hättest nichts gegen einen kräftigen Schluck Öl? Negativ. Es wird dir noch leid tun, wenn ich es selbst austrinke und... Negativ. Wenigstens ist er ehrlich. Es nervt einfach nur mit dem Negativ. Ich weiß auch nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, aber mich nervt das gerade nur. Negativ. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Keine Möglichkeit, hier was zu tun. Gehen wir nochmal zum Sessel. Alles klar, jetzt sind wir hier schon mal alleine. Das ist ja ganz praktisch. Und der Hotspot-Modus sagt uns, was wir anschauen können. Gucken wir mal. Da ist etwas. In der Tat ist da etwas. Und wir nehmen es uns doch gleich. Da ist etwas. Eine Kurbel? Eine Kurbel, okay. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber... Wir lassen uns überraschen. Archie McCandless schenkte mir mal eine Rose und meinte, ich lade dich zum Dinner ein. Ich antwortete, danke, ich habe schon diniert. Du darfst sie allein essen. Köstliche Geschichten wieder. Ich könnte die Rosen mitnehmen, aber ich bin wirklich satt. Ach ja, Sofa vielleicht? Ideal, um sich beim Daraufspringen einen Rüffel zu holen. Da ist gar nichts von Interesse. Gehen wir mal in den Flur. Na dann los. Okay, da geht's sogar weiter, super. Und wieder ein Roboter. Bist du eingeschlafen? Gut. Und sie läuft und läuft und läuft. War das wirklich so einfach? Abgeschlossen. Das Leben ist wie ein Krokodil. Moment. Gab es da nicht eine Verbindungstür zwischen Fitz Randolphs Büro und dem seiner Sekretärin? Was soll's, selbst wenn. Ja. Also, schauen wir mal die Tür hier. Es könnte noch ein Büro sein, aber ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, kann man mit der Kurbel vielleicht was machen? Nein. Hier? Nein. Hiermit? Roboter? Oder mit ihm sprechen vielleicht? Komm. Ein bisschen schneller bitte. Na, Kleiner? Schöne Nacht, wenn man bedenkt, dass es zu dieser Jahreszeit... Du machst die Bürotüren auf, nicht wahr? Positiv. Das ist zu dieser Jahreszeit... Wie heißt du, mein Hübscher? Jimmy Love. Frischer zu werden pflegt. Es heißt ja, kommt der Herbst später... Jimmy, ich werde dich nicht darum bitten, Mr. Fitz Randolphs Büro für mich zu öffnen. Einzige autorisierte Person, William A. Fitz Randolph. Später, dann kommt er mit aller Macht. Aber das seiner Sekretärin öffnest du doch, nicht wahr, mein Hübscher? Einzige autorisierte. Beverly. Blau.
Ein Nacktscanner. Wie herrlich. Zutritt verboten. Zutritt verboten? Sinitilis. Das werden wir ja sehen. So, scheinbar haben wir jetzt noch einen Baustein gefunden hier in dieser Mission oder wie man das auch immer nennen mag. Wir haben hier die folgenden Möglichkeiten. Ein echter Charmeur bist du. Thematische Informationseinheit Türen. Willst du schlafen? Ich glaube es, weil es absurd ist. Tertullian. Oder schlaf schön. Machen wir das erste, weil das ist wirklich, wie ich empfinde. Ein echter Charmeur bist du. Konversationschip mit integriertem Aufzugsprogramm. Man muss langsam daran denken, sich wärmer anzuziehen. Er ist mir wirklich viel sympathischer als die Gesellen da vorne an der Treppe. Ja. Thematische Informationseinheit Türen. Öffne mir, ja, von wo aus zählt er jetzt, theoretisch die dritte Tür, wenn man von ihm aus zählt. Öffne mir die dritte Tür. Zutritt verboten. Aber ich bin schon vor einem Monat reingegangen, als ich deinen Chef interviewt habe. Der Morgen war schön, aber am Nachmittag kam leichter Regen. Das Wetter spielt verrückt. Da fragen wir mal, wer ist Beverly Torrance? Wer ist Beverly Torrance? Beverly Torrance, Sekretärin. Autorisierung, Tür 2. Obwohl man zu dieser Jahreszeit schon weiß, wenn du dich warm anziehst, kommt die Sonne raus. Wenn du es nicht tust, erfrierst du. Thematische Informationseinheit geschlossen. Ich glaube, ich beende jetzt erstmal das Gespräch mit ihm, weil das führt anscheinend zu nichts. Habe ich jetzt so im Gefühl. Schlaf schön. Vielleicht kann man ja mit ihm irgendwas machen hiermit. Kürbispunsch, Jimmy? Oh, ich würde ja gerne. Aber Mr. Fitzrandolph wirft mich raus, wenn er es mitbekommt. Ich trinke nur Öl. Sonst roste ich. Der ist im Ballsaal. Er wird dich nicht sehen. Nein, ich traue mich nicht. Er kann jeden Moment auftauchen. Wie ein Sommergewitter. Schon gut. Ich kriege dich noch rum. Aber deinen Punsch bekommst du. Jimmy, mein Hübscher, ich habe dir Öl mitgebracht. Ein Schlückchen? Positiv. Es funktioniert. Ich glaube es kaum. Wunderbar. Plötzlich ist alles irgendwie neblig. Herrlich. Das Wetter spielt verrückt. Jimmy, Kürbispunsch, Love. Alles klar. Reden wir mal jetzt mit ihm. Hi, Jimmy. Schöne Nacht. So, öffne mir die zweite Tür, bitte. Öffne mir die zweite Tür. Und wieder werden wir gescannt. Einzige autorisierte Person. Und er ist sturzbesoffen. Komm, lass uns rein. Supi. Los geht's. Ich glaube, den sollten wir besser schieben. Ist ja herrlich. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Und so bewegte Liz dank des Kürbispunsches Jimmy Love dazu, ihr die Tür zum Büro der Sekretärin zu öffnen. Danke, mein Süßer. Fitzrandolphs Villa, Halloween-Abend, Exklusivinterview, Big Orbert. Hallo, Orbert. Liz Allaire vom Quiz. Hä? 4 Fragen. 20. Sag mir, warum du in das Büro des Magnaten Fitzrandolph eingebrochen bist. 12. Was hast du in der Hand? 1. Habe ich mir das Gerücht, dass du Kleptomane bist, nur ausgedacht, um dich aus der Reserve zu locken?
Vier. Hörst du mir überhaupt zu? Pass auf, gib das hier umgehend dem immateriellen Mann. Hast du verstanden? Und beeil dich. Arme Liz. Das eine Mal näherte sich ihr das Glück. Und dann nur, um ihr ein Bein zu stellen. Obwohl es ihr gelungen war, Fitz Randolphs Büro zu betreten, würde sie Alberts Geheimnis erst auf die Spur kommen, wenn sie die Nachricht las.